Ja, servus, guten Abend nochmal. Ich darf vorstellen, Joe ist Netzwerker bei ebenfalls Bellevue, wie Sebastian vorhin schon auch. Und er kümmert sich dort um Automatisierung und IPv6 und wird uns heute Abend ein bisschen erzählen, wie man Router, die kein ZTP, also Zero Touch Provisioning können, vollautomatisch installiert. Ich freue mich, Joe, die Bühne gehört dir. So, hallo, wie schon gesagt, ich bin der Jo, und ich habe mal irgendwann was gemacht mit Routern und wollte sie automatisch installieren, habe dann festgestellt, die können kein ZTP, deswegen, oder die können nicht richtig ZTP, deswegen bin ich auch ein bisschen tiefer eingestiegen. Kurz zum Überblick, erstmal die Problembeschreibung, was ich genau für ein Problem hatte, dann, was mein Problem mit ZTP an der Stelle war und weswegen das nicht immer getan hat, warum so eine Konsole manchmal dann doch irgendwelche Vorteile mit sich bringt. Dann eine kleine Übersicht über das System, das ich gebaut habe. Und dann gibt es einmal ein kleines Stückchen Demo. Und dann erzähle ich noch was zu dem Installationsablauf, wie der im Hintergrund funktioniert. Bei uns läuft so, wir haben relativ häufig den Fall, dass wir neue Router installieren müssen. Aber das sind in der Regel nur einzelne. Also, weil zum Beispiel ein Kunde bestellt irgendwas bei uns. Und dann braucht man jetzt einen neuen Router. Oder wir upgraden diesen einen POP oder man braucht jetzt einmal für irgendeinen Test im Lab halt einen Router mit irgendeiner Config oder irgendeiner Firmware drauf. Und das kommt halt regelmäßig vor, dass man es tun muss, aber es ist halt immer nur ein einzelner. Ich kann mich nicht hinhocken und sagen, jetzt hier 50 Stück und dann sind die fertig. Das klappt bei uns nicht. Das nächste Problem ist, dass wir teilweise dann Hardware haben, die schon mal irgendwie im Einsatz war, weil kam zurück von einem Kunden oder man hat den POP jetzt geupgradet auf einen größeren Router mit mehr Ports. Jetzt kommt die alte Hardware zurück und dann hat die halt immer noch eine alte Config drauf und ein eventuell unbekanntes Passwort landet irgendwo im Lager. Und wenn man den wieder rausholt, um wieder irgendwo einzubauen, dann ist es halt ein bisschen blöd, weil man hat dann erstmal keine Ahnung, wie man da drauf kommt. Und wenn man das dann alles von Hand durchspielt, so einen Router zu installieren, ist super zeitaufwendig. Vor allem, wenn man Sachen hat, die lange brauchen zum Booten. Wenn man noch ein Firmware-Update zwischendurch macht. Da hat man ganz schnell mal irgendwie eine Stunde verbracht und muss immer warten, bis ein Schritt durch ist. Dann kann man sich wieder um den Router kümmern, kann gucken, ist er schon fertig. Und wenn ja, dann macht man den nächsten Schritt weiter und hat immer dieses, okay, der Router macht jetzt was, dann muss ich warten, bis der Router fertig ist, dann kann ich wieder gucken, den nächsten Schritt reinpacken. Und das, ja, ist ziemlich nervig. Dazu ist immer noch relativ fehleranfällig, immer ganz, ganz viele Schritte, die eigentlich überall immer gleich passieren sollten, manuell macht. Jo. Das war so grob das Problem. Wenn ich sage, Router vollständig installieren, dann gehört für mich im Prinzip dazu, ein Firmware-Upgrade zu machen. Eventuell Firmware-Upgrades für Bootloader, DSL-Modems, was immer so ein Router noch alles in extra Teilen drin hat. Dann muss da noch eine Config drauf. Und eventuell will man auch so Sachen wie SSH-Keys generieren oder Zertifikate. Und auf manchen Modellen hat man eventuell noch irgendwie Sachen mit Lizenzen oder so weiter. Das kommt immer drauf an, was man denn konkret für ein Modell hat und was man da genau macht. Normalerweise würde man da jetzt dann Zero Touch Provisioning nehmen. Das ist im Prinzip ein Verfahren, mit dem man einem Router per DHCP sagt, da ist ein Skript und eine Firmware, bitte boote die mal und führe das Skript dann aus. Das hat aber irgendwie so ein paar Probleme. Primär, dass man da auf manchen Plattformen Einschränkungen hat, zum Beispiel, dass manche Router keine Configs laden können, keine Skripte laden können und nur Configs. Das ist ein bisschen ungeschickt an manchen Stellen, wenn man noch ein paar Sachen mehr machen will, als nur eine Config aufspielen. Und manche können auch keine Firmware laden. Das macht dann vor allem in Kombination Probleme, wenn man jetzt so ein Firmware-Update machen will. Also man könnte jetzt eventuell eine Config drauf laden, aber keine Firmware, dann hat man jetzt die Config, holt dann irgendwie ein SSH her und kann dann da wieder mit einem extra Programm sich aus seinem DHCP so wieder die IP-Adresse von dem Router rausholen, dann drauf SSH und da dann irgendwie weiter frickeln. Das ist irgendwie ein bisschen umständlich und nervig. Das nächste Problem ist, wie man ZTP startet. In der Regel startet es von selber auf den Routern, wenn man keine Config, beziehungsweise die Default-Config auf dem Gerät hat. Wie schon vorher erwähnt, das ist ein bisschen schlecht, wenn man oft Geräte hat, wo eine Config schon drauf ist. Dann ist es immer ein Fall von viel Konsole und Handarbeit und man rennt hin und man power-cycelt das Gerät, weil man hat keine Ahnung, was das Passwort ist und muss ein Factory Reset machen. Genau. Gerade in Zeiten von Corona, wenn man eventuell nicht physikalisch vor dem Gerät sitzt, ist es super nervig. Und dann gibt es noch manche speziellen Implementierungen, die sich ZTP nennen, die dann solche Sachen machen, dass sie erst starten, wenn sie ein USPF, IPv6, Neighbor Discovery, ARP oder irgendwas ähnliches
das ein bisschen broader multicastet auf dem Interface sehen. Und dann gibt es einfach Geräte, die halt gar nichts in Richtung ZTP können. Das ist dann halt blöd. Die Zusammenfassung davon ist also, ZTP löst irgendwie nicht alle Probleme. Und im Zweifelsfall muss man doch irgendwie an so einem Konsolenport vorbei. Und wenn man es dann eh schon an so einem Konsolenport vorbei muss, dann kann man das auch irgendwie sich ein bisschen zum Vorteil machen. Weil eigentlich hat irgendwie so jedes Gerät so einen Konsolenport dran, das ist so Industriestandard. Und die meisten Leute haben irgendwo so einen Console-Server rumfahren und das ist dann quasi ein Adapter von Konsolenport auf SSH oder Telnet. Und wenn ich ein Factory Reset machen muss, dann, wie gesagt, Konsolenport. Manchmal noch mit einer Kombination mit einem Knopf am Gerät. Nächster Vorteil von Konsolenport ist, der ist unabhängig vom Netzwerk. Das heißt, auch wenn ich jetzt komplett die Config, die mein Gerät gerade hat, anpasse, in Sachen Netzwerk drunter, dann verliere ich meine Verbindung nicht, was eventuell bei irgendwelchen Geschichten per SSH oder so der Fall wäre. Kommt auch während des Geräts bootet an den Bootloader ran. Und wenn man sich dann am Ende eingeloggt hat, hat man eigentlich das gleiche Command-Interface, wie man auch per SSH bekommen würde. Genau. Und für Interfaces, die für diese CLI-Interfaces gibt es ja Libraries, die so Zeug bequemer machen. Nennt sich dann CLI-Scraping. Eins von den gängigen Tools dafür in Python ist Scrapely. Ein ähnliches Tool ist NetMiko. Und am Ende macht das halt das Arbeiten mit der CLI sehr einfach. Man kann solche Sachen machen, wie dass man sagt, hier man importiert einen Treiber, man gibt einmal sein Gerät an mit Host und Username und sonstigen Parametern. Und dann verbindet man einmal drauf und dann kann man halt solche Sachen sagen wie, schreibt bitte diese Config auf das Gerät drauf. Der konkrete Vorteil von Scrapely ist, dass man Zugriff bekommt auf den Transport, der unten drunter liegt, also die SSH oder Telnet-Session. Und man kann das Login, also die Zugriff auf den Transport ist wichtig, weil man da damit Sachen machen kann, bevor diese eigentliche CLI-Prompt-Logik arbeitet, die halt in, wo es halt nicht geht, wenn man an diese Logik gebunden ist. Genau. Und man kann auch damit dann das Login selber handeln, falls man irgendwie spezielle Sachen hat. Wenn man zum Beispiel jetzt über einen Console-Server sich auf der Konsole vom Gerät einloggt, dann fragt das einen eventuell nach einem Username und einem Passwort in Plaintext und deswegen muss man mich da halt kümmern. Ich habe dann mal gesagt, gut, ich fange da an, was zu bauen und am Ende ist dann so als Übersicht ganz grob das rausgekommen. Es gibt dann ein Web-UI, ein Frontend. Da kann ich angeben, ich will einen Router von dem Modell mit der Firmware-Version und der Config konfigurieren und der hängt auf dem Console-Port da drüben. Das schreibt dann die Config, die man angegeben hat, auf einen File-Server drauf und den Rest davon wirft es in ein Redis rein, das als Job-Queue genutzt wird und als Datenbank missbraucht wird. Und im Backend habe ich dann einen Prozess, der fischt aus dem Redis dann quasi die Jobs wieder raus und spawnt einen Installationsprozess pro Router, den ich da installieren will. Der Installationsprozess verbindet sich dann auf den Console-Server drauf und an dem hängt dann mein eigentlicher Zielrouter, den ich konfigurieren will, dran. Und dann schickt ihr dem über die Konsole irgendwelche Befehle, baut da eine minimale Netzwerk-Config zusammen und kann sie dann über das Netzwerk die sonstigen Dateien, also Firmware und Configs, ziehen. Und dann kann man es darüber installieren. Jetzt zum interessanten Teil, ein bisschen Demo. Ich habe das mal vorbereitet. So schaut das bei uns aus. Aktuell habe ich hier gerade keine Sachen eingetragen, aber ich kann hier mal was machen. Ich nehme mal irgendwie den Enoch. Und ich habe da gerade im Lab einen Cisco 11100 rumliegen, weil der war gerade da. Brandnotiz erkannt ZTP, aber der fiel nebenher dann beim Bauen vom System quasi for free raus. Ich kann hier dann diverse Firmwares auswählen. Hier habe ich jetzt gerade nur eine als Vorlage eingespeichert, aber ich könnte auch, wenn ich wollte, irgendwie hier andere angeben, wo ich dann halt den Pfad zur Firmware auf dem File-Server selber angeben muss, die Größe und die Prüfsumme dazu. Genau, und dann habe ich hier noch den Console-Server-Port. Bei uns ist der Console-Server da hart reingecodet. Auf Port 2028 hängt das Ganze gerade. Und ich kann mir noch aussuchen, wo die Config herkommt. Ich könnte irgendwelche vorgefertigten Standard-Configs nehmen. Ich könnte irgendeinen anderen Pfad angeben oder ich kann halt auch hier einen Plaintext reinwerfen. Ich mache das mal ganz kurz, ich habe das vorbereitet. Und zwar, wenn der Config liegen, da ist sie.
Einmal Copy, Paste und rein damit. Dann habe ich hier irgendwie so einen Haufen einer Config rumliegen. Und wenn ich das Ganze abschicke, dann sagt er mir hier, er hat einen neuen Prozess. Und dann sehe ich ganz grob, okay, mit dem Namen, dem Modell, hier ist der Pfad zum Image, zur Config, Port und so weiter. Wenn ich jetzt gleich mal refreshe, hat er einen Status-Refresh und sagt mir erstmal Error. Das liegt daran, dass ich hier gerade nebendran noch die Session zum Console-Server offen habe, deswegen kommt er gerade nicht ran. Normalerweise wäre jetzt der Punkt, wo ich ins Lab gehen würde und den Router verkabeln würde, also einmal Netzwerk anschließen an den richtigen Port, den Console-Port anstecken würde und dann dem gesamten Teil Strom geben würde, dass der bootet. Da ich gar nicht aufstehen will, gebe ich kurz hier einmal nebendran auf dem Console-Server Reload ein. Das sieht ihr jetzt gerade nicht. Soll das gleich fertig sein. Okay, jetzt rebootet er nebendran. Gehe ich aus meiner Session raus. So, und jetzt habe ich hier im Prinzip mehrere Buttons. Ich könnte einmal das Ding löschen. Ich könnte es jetzt neu starten. Das sollte jetzt dann tun. Weil der Router gerade neu bootet. Sagt erstmal Not Running. Und dann sollte der bald hier wechseln auf was Neues. Hoffentlich vielleicht. Oder ich habe den Demo-Göttern nicht klug geöpfert. Genau. Und jetzt fängt er hier halt an, Sachen zu tun. Ich könnte auch den mit dem Knopf hier einfach abbrechen, wenn ich merke, ja, ich will den doch nicht konfigurieren oder ich habe irgendwas falsch eingegeben oder was auch immer. Und ich habe hier noch ein relativ ausgiebiges Log-File, wo im Prinzip der mir ziemlich viel Debug-Output gibt, wo er denn gerade ist und was er dann gerade tut. Und da taucht halt dann ganz, ganz viel Log auf. Ich lasse das mal eine Runde rödeln und gehe mal wieder zurück zu den Slides und lasse das mit dem Reifen laufen. Genau. Demo hatten wir gerade. Installationsablauf. Das ist ganz grob der Überblick, was man getan hat. Die zwei Sachen in Orange, also das Web-UI ausfüllt und Router verkabeln, haben wir gerade mehr oder weniger gemacht. Und ab da muss ich den Router jetzt nicht mehr anfassen, bis er fertig ist. Und was jetzt das Programm im Hintergrund macht, ist, es sendet im Prinzip, wenn der Router bootet, die ganze Zeit ein Break-Signal. Dadurch kommt man irgendwann in den ROM-Mon von dem Cisco-Router rein und kann dort dann ein Factory-Reset machen, dass der ohne Config bootet. Und dann bootet man den Router durch. Und das Gerät wartet, also die Software wartet dann, bis der Router gebootet hat. Installiert eine minimale Netzwerk-Config auf einem gewissen Port. Sagt einfach im Prinzip, sprecht da bitte DHCP. Und wartet dann, bis das Gerät per DHCP eine Adresse bekommen hat. Grundsätzlich könnte man das auch festmachen, dass man eine statische Adresse vergibt, aber DHCP ist einfacher und tut auch. Genau, wenn es eine Adresse hat, dann kommt der Schritt, wo man anfängt, Firmware-Images runterzuladen und dann wird auch direkt davor geprüft, ob genug Speicher da ist für das Image und ob die Prüfsumme danach auch stimmt. So Schritte, die man gerne von Hand dann irgendwie weglässt und man einfach hofft, dass es funktioniert. Dann SSH-Keys generieren ist immer so ein Schritt, den man oft braucht. Und dann final einmal die Config in die Startup-Config schreiben, die man sich dann geladen hat. Das Config-Register wieder richtig setzen und dann ist man eigentlich fertig mit dem Gerät und beim nächsten Mal booten hat er dann die richtige Firmware und die richtige Config und SSH-Keys und man ist glücklich. Wie das dann intern softwareseitig funktioniert, ist so, dass die Installation eine State-Maschine ist und jeder Zustand dieser State-Maschine, also diese State-Maschine ist eine Python-Klasse und für jeden Zustand gibt es eine Methode. Und ich kann jetzt dann im Prinzip hergehen und kann diese Klassen, die ich da habe, durch Subklassen erweitern für verschiedene Modelle oder verschiedene Hersteller. Jetzt bei mir den Installer, der kümmert sich im Prinzip nur um die State-Maschinen und die Verbindung zum Console-Server. Und dann habe ich in dem Fall, weil ich jetzt Cisco hatte, einen Installer gemacht für Cisco-Geräte. Der kann im Prinzip das Handling vom ROM-Mon von den Cisco-Geräten, der kann Dateien kopieren, diese Geschichten. Und dann gibt es im Prinzip noch drei, also aktuell drei Subklassen davon für verschiedene Modelle. Die überschreiben im Prinzip nur ein paar Default-Parameter, primär wie der Port heißt, auf dem der Router sein Netzwerk suchen soll. Und auf welchem Dateisystem man denn den Firmware schreiben will. Und wenn ich jetzt irgendeinen anderen Hersteller haben will oder ein anderes Modell, dann würde ich mir je nachdem irgendwie einen zweiten
Teil neben dran bauen, der diesen Hersteller handelt und dessen spezielle Modelle, oder ich würde halt mir hier irgendwo nochmal neben dran eine neue Klasse setzen, die die entsprechenden Anpassungen für das Ganze dafür nimmt. Ja, ich hoffe, mittlerweile ist die Demo hinten schon soweit fertig. Er bootet noch. Okay. Dann, ich kann mal kurz den Log gucken. Da taucht jetzt dann bedeutend viel mehr auf. Genau, hier sieht man zum Beispiel, dass er gerade irgendwie noch irgendwelche Sachen verifiziert. Gut. Während das Ganze noch arbeitet, kann ich noch ein bisschen was zu dem ganzen Teil hier sagen. Das Namensfeld ist eigentlich beliebig frei wählbar, das hat nichts zu sagen, außer halt, dass man seine Modelle, die man da drin hängen hat, wiederfindet und mal ganz grob weiß, was denn das ist, was da rumhängt. Die verschiedenen Modelle, die man hier drin hat, kommen aus einem kleinen Config-Snippet, wo man die vordefinieren kann und kann denen dann auch gewisse Defaults mitgeben. Wenn ich zum Beispiel auf eine AS21 gehe, dann gibt es mir direkt hier verschiedene Vorschläge, verschiedene Config-Versionen für den Ganzen, Firmenversionen für den Ganzen. Und es ändert auch hier unten immer die Default-Configs ab. Und wenn ich zum Beispiel einen Router habe, wo ich einen DSL-Modem drin habe, kriege ich noch hier ein extra Feld dazu für die Firmware vom DSL-Modem. So, jetzt bootet der Spaß leider immer noch. Jupp. Genau, das ist soweit der Teil. Ich könnte mal sagen, ich bin soweit erstmal fertig. Gibt es denn schon Fragen? Dann würde ich erstmal irgendwie ein, zwei Fragen entgegennehmen und dann ist hoffentlich die Installation fertig. Ich habe jetzt doch schneller geredet in dem Teil, als ich erwartet habe. Ja, vielen Dank, Joe, soweit. Wir haben schon noch zwei Fragen im Chat, die ich gleich an dich weiterleiten kann. Und ich denke, eine der spannendsten Fragen ist natürlich, ist die Software Open Source, beziehungsweise hast du da schon was geplant? Aktuell ist das Ganze nicht Open Source, aber grundlegend, wenn da Interesse besteht, kann ich das Open Sourcen. Das Problem ist aktuell, dass da noch Code von einem Kollegen mit drin hängt und das Ganze noch nebenher ein bisschen Zeug für richtiges ZTP mit einem DHCP-Server und so weiter handhabt. Und das ist so ein bisschen ineinander gewachsen. Da muss man mal gucken, ob man das trennt, ob man das beides veröffentlicht, ob das so rum machen will. Und dann gibt es noch ein paar Sachen, die auf unser Environment aktuell gehardcoded sind, mehr oder weniger, aber das sollte man auch aufdröseln können. Aber wenn da Interesse besteht, dann können Leute mit einfach mal schreiben und dann kann man gucken, was man da machen kann. Ich habe da grundsätzlich kein Problem mit, das zu veröffentlichen. Super, also es wurde schon von 7 Leuten geliked, die Frage. Vielleicht findet sich ja halt auch der eine oder andere Mitstreiter. Okay. Ich denke, man findet dich halt entweder auf Twitter oder auch in E-Mail-Adresse verlinkt in den Slides. Die zweite Frage wäre dann noch, welchen Konsolenserver verwendet ihr denn? Aktuell haben wir da einen Cisco 2901 drin laufen. Da kann man so ein HWIC-Modul reinstecken, dann fallen da Konsolenports raus. Und man kann die aktuell bei uns per Telnet gemacht dann erreichen. Man kann hier auch per SSH betreiben. Grundsätzlich sollte es aber eigentlich mit allen gehen. Ich brauche bloß irgendwas, das meinen Konsolenport dann ja per Telnet oder SSH zugänglich macht. Ja, ich denke, es ist ein wirklich schönes Stück Software, was am Ende auch ein Problem ist, was wirklich viele haben. Da auf jeden Fall danke schon mal für deine Einsichten und ich denke, es würden sich, glaube ich, sehr viele freuen, wenn es, wie gesagt, Open Source wird. Wenn du willst, geh nochmal zu deiner Demo zurück. Weitere Fragen sind aktuell im Chat nicht aufgetaucht. Ich denke, der Vortrag war soweit ja auch sehr verständlich. Okay. Dann schreib mich bitte live mit, wenn Dings, genau, top. So, ist ein bisschen weitergelaufen. Aktuell sagt er mir hier, dass er SSH-Keys baut und kopiert noch irgendwie seine Firmware einmal rüber. Ich habe hier an der Stelle ein bisschen beschummelt, weil das richtige Firmware-Image lag schon drauf, das heißt, der verifiziert quasi jetzt einfach nur noch einmal das Image, ob das richtige Image ist. Und dann nach dem Firmware-Copy ist er eigentlich fast fertig. Ich kann hier auch beliebig viele andere Sachen noch parallel reinmachen. Die einzige Beschränkung, für wie viele Installationen man laufen lassen kann, ist, wie viele Ports man auf einem Console-Server hat.
Man kann auch zum Beispiel schon irgendwelche Sachen vorbereiten, wenn man dann weiß, am selben Port läuft später dann direkt der nächste. So, genau. Von daher. Ja, genau. Jetzt sagt er mir hier State Complete. Ich mache mal kurz hier nebenher den Console-Server nochmal auf. Da wird es erstmal nicht allzu viel auftauchen, weil der Router jetzt dann neu bootet noch. Zack, nach. Da würde ich es verschieben. Genau. Ich hoffe, es wird gleich noch die Bootmeldung dann vom Router kommen. Genau. Da fängt es dann der Router an zu booten. Ich finde es nicht so spannend, den Router beim Booten zu gucken, aber gut. Genau, hier haben wir jetzt dann vor, dass das vorher angegebene Image, das er einmal gefunden hat. Wenn man sowas baut, ist übrigens so ein Bildschirm, was man ziemlich häufig anguckt. Macht nicht wirklich viel Spaß. Jo. Ein anderes Problem, das man mit vielen von den Routern hat, ist, dass manche 15 Minuten lang brauchen zum Booten und dann hängt man halt 15 Minuten lang im Web-UI im Status Waiting for Boot fest. Und bei den ersten Tests mit einem Kollegen kam dann immer so die Frage mit, ja, der hängt jetzt schon irgendwie seit 10 Minuten da, soll das so? Ist der aufgehängt? Geht das noch weiter? Und dann muss man manchmal Leute beruhigen mit, ja, der Router ist einfach nur langsam. Das soll so, warte noch mal 5 Minuten, wenn es dann nicht weiter ist, dann melde dich noch mal. Und leider lässt sich der Router gerade auch sehr, sehr viel Zeit. Hätte auch noch einen anderen Slab stellen sollen. Genau, für die Live-Demo nur die mit schnellen Flash-Speichern. Das ja, ist schon die Variante mit schnellem Flash-Speicher. Wenn du ASA 29 nimmst, dann wirst du nicht fertig in dem Teil von dem Talk. Das ist auch mal spannend, eine Software, die schneller ist als die Hardware. Dann, ich denke, man kann sich sehr gut vorstellen, haben noch einiges Debug-Output gesehen. Fragen waren soweit erstmal keine mehr. Ich denke, war ja auch soweit übersichtlich. Ich glaube, deine Kontaktdaten sind soweit bekannt. Open Source finden viele schön und hoffentlich beteiligen sich dann auch einige dran. Es wurde auch schon vorgeschlagen, ob man nicht mal den Org-weit nochmal so eine Konsolen-Server-Runde macht und zusammenschreibt und zusammenfindet, was vielleicht die besten Kombinationen und Geräte und Tools sind. Am Ende ist es ja tatsächlich ein Thema, was wirklich jeder von uns hat, wie provisioniert der Geräte, die aus dem Schrank kommen. Ja, genau. Also ich werde auch daran interessiert. Von daher, wenn Leute irgendwie dann mal was anstoßen wollen auf Maillisten, Irk, ist uns wie gerne, bin ich gerne dabei. So, ich glaube, der Boot ist auch bald fertig. Und üblich ist, wenn ihr so einen Router halt macht, wenn er bootet. Genau, jetzt habe ich hier einen Router, der heißt Denog. Und wenn ich einmal Show into Desk mache, dann gibt es auch mal irgendwie mein Interface mit Hallo Denog und Show Run, Leider sieht man hier beim Booten das Login-Banner gerade nicht, aber hier ist irgendwie noch mein geartetes Denog-Bannerchen von vorher, von daher tut soweit. Und das ist alles gespeichert und ja. Könnte man jetzt wieder einpacken und zum Kunden schicken oder dem Menschen, der es einbaut, mitgeben. Von daher bin ich jetzt eigentlich fertig. Danke für eure Aufmerksamkeit. Und ja. Ja, vielen Dank dir. Vielen Dank für den Talk. Sehr schön. Ich würde damit die Runde schließen und weitergeben an Momo für das Closing. Vielen Dank.